Hi und einen wunderschönen guten Morgen zu meinem ersten Vlog aus meinem Büro. Ich habe das Büro schon mittlerweile seit fast drei Monaten. Und ihr seht so ein bisschen im Hintergrund, vielleicht mache ich auch irgendwann eine Roomtour, die relativ kurz wäre, weil es ja nur diese gefühlt 12, 13 Quadratmeter sind. Aber das reicht mir auch völlig. Ihr seht im Hintergrund einen Schreibtisch, wo ich dran arbeite. Ich habe ein MacBook, mir extra einen Monitor geholt, damit ich... Ich habe relativ schnell gemerkt, dass auf einem MacBook 13 Zoll ich in Premiere ganz viele Fenster hin und her schiebe und viel zu wenig Platz habe auf 13 Zoll. Deswegen steht dieser Monitor da hinten. Ich fand es ein bisschen schade. Wenn ihr so ein bisschen im Hintergrund seht, habe ich versucht, alles so in meinen Farben zu halten. Auch hier so ein dunkelgrau. Dann habe ich verschiedene blaue Elemente. Glücklicherweise konnte ich diese Schalldämmer da hinten. Zufällig gab es die in meinen Farben. Ich dachte mir so, cool, ich nehme ja eh Podcasts hier auf. Also bietet es sich voll an, so ein Ding an die Wand zu klatschen. Ich hoffe, euch gefällt es genauso wie mir. Und vielleicht kennt ihr das, ich kaufe manchmal Sachen, die einfach meine Farben haben, egal ob die schmecken oder nicht. Warum mache ich diesen Vlog heute Morgen? Mir ist spontan die Idee gekommen im Auto auf dem Weg zum Büro. Ich packe gleich kurz meine Sachen und fahre dann später zu Jack Photography. Gegen Jack habe ich auch schon mal ein Fotobattle gemacht. Jack war auch diejenige, mit der wir das erste Fotobattle damals überhaupt gemacht haben. Jack gegen Herbert damals. Ich war Moderator und habe damals gemerkt, wow, Moderator ist nichts für mich, das ist mega langweilig, ich will selber fotografieren. Also warum mache ich es nicht so wie Schlag den Rab mäßig, dass alle immer gegen mich antreten? Und sie hat endlich ihr eigenes Studio eingerichtet. Das sieht mega, mega cool aus. Ich habe es bei ihren Stories gesehen und dachte mir so, habe direkt geschrieben, Jack, lass mal uns treffen. Ich komme vorbei in dein Studio, ich will es sehen. Ich will da gerne arbeiten, weil es da so gemütlich ist. Immer öfter fällt der Begriff Coworking. Das bedeutet, wir versuchen auch heute gemeinsam zu coworken. Wir wollen einen Podcast aufnehmen, wir wollen ein paar Fotos machen, wir wollen ein paar Videos machen. Und ich zeige euch mal, was ich dafür alles mitnehme. Zum einen natürlich meine Sony A7 III mit dem Tamron 28-75, mit dessen Kombi ich auch gerade filme. Und obendrauf ist das Rode Mikrofon, das etwas teurere Rode Mikrofon, was ich auch jetzt einfach einblende, damit ihr wisst, wie es aussieht. Und dann nehme ich auch noch gerne Gimbal mit. Ich habe den Zayu Crane 2, meine ich. Ich muss anfangen, mir Sachen zu merken, wenn ich sie anderen empfehle. Den Zayu Crane, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Damit bin ich sehr happy. Und wie das meistens so ist, sobald ihr einen, irgendwas kauft, ja, kommt in den nächsten ein, zwei Wochen irgendwie ein neues Modell raus, wo du denkst, hätte ich mir doch das lieber geholt. Aber wie gesagt, ich bin damit super, super zufrieden. Soll jetzt auch keine Werbung von Zayu Crane sein. Ich habe damit sehr viel aufgenommen. Und obwohl ich die GH5 habe und die GH5 einen richtig coolen Bildstabilisator hat, denke ich mir trotzdem ganz, ganz oft, ich nehme lieber meine Sony A7 III mit dem Tamron 28-75 und diesem Gimbal und kann dann, ich habe dann einfach unheimlich viel Spaß. Die Kamera ist auf dem Gimbal, es ist stabil, ich kann Fahrten machen, die kann ich mit einer GH5 in der Hand einfach so nicht machen. Warum packe ich die GH5 nicht aufs Gimbal? Weil es einfach mega, mega schwer ist. Die GH5, ich liebe sie, sie ist so eine Run-and-Gun-Kamera, einfach laufen und draufhalten sozusagen, dafür ist sie mega gut. Auch mit der GH5 nehmen wir ganz viele Fotobattles auf, das macht dann richtig Spaß mit ihr. Und natürlich nehme ich meine geliebte Sigma 35mm 1.4 mit, um ein paar coole Fotos zu machen. Und ich nehme diese beiden Rode Mikrofone mit. Kosten jeweils 111 Euro, da ist ein sehr langes Kabel dabei, wird einfach über USB angeschlossen. Und dann nehme ich das alles immer über GarageBand auf, weil GarageBand am besten checkt, dass ich zwei Mikros in einem MacBook anschließe. Es könnte ein bisschen komplizierter sein mit einer Soundkarte, die man zwischenschaltet, aber damit funktioniert super. Sogar bei der Podcast-Live-Session, die wir vor kurzem gegeben haben im Werkraum, hatte ich sogar drei Mikros über GarageBand laufen. Hat alles funktioniert. Ja, das ist das, was ich mitnehmen möchte. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor ich losfahre. Es ist der zweite Vlog, den ich mache, deswegen seid bitte nicht so hart mit eurer Kritik. Ich habe keine Ahnung, was dabei passieren wird. Ich habe nur die spontane Idee im Auto gehabt, hey, ich nehme einfach mal die Kamera mit. Und da ich das eh mal machen wollte, ist es einfach wieder mal machen, Leute. Einfach mal anfangen und machen und gucken, was am Ende daraus passiert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich diese Folge auch hochladen werde, egal wie schlecht sie ist, damit ihr schon mal irgendwie guckt, wie man es vielleicht nicht macht und ich einfach in diesen Prozess reinkomme. Hey, war ja doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Deswegen, ich würde sagen, wir sehen uns einfach wieder. Ich weiß nicht, ob im Auto. Ich glaube eher nicht im Auto. Ich habe auch kurz überlegt, soll ich das irgendwie im Auto montieren, aber das sind schon wieder so Sachen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Das würde mich viel zu viel Zeit kosten und deswegen weiß ich ganz genau, ich mache es nicht. Und wir sehen uns
bei Jack wahrscheinlich vor der Haustür irgendwie wieder. Ich habe ihr auch schon per WhatsApp geschrieben, hey Jack, mir ist eine spontane Idee gekommen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen. Und ich bin mir sicher, sie hat nichts dagegen. Deswegen sehen wir uns einfach bei Jack wieder. Bis gleich. Hallo! Na? Alles cool? Ja, komm rein. Ich bin voller Vlog-Anfänger, Leute. Sorry. Ja, geh gerne hoch. Okay, ich gehe hoch. Voll gut. Das ist der Grund, warum ich hier bin, Jack. Guck dir das mal an, ey. Boah. Es kann sein, dass ich hier nicht mehr weggehe. Ja, bleib gern hier, ich habe Platz genug. Sie hat alles, was ich brauche. Voll schön. Boah, ich liebe sowas hier. Ja, haben wir aufgestemmt, ne? Und mit der Kamera filme ich gerade. Also, ist immer so schwer, die Leute zu zeigen. Und sogar, ey, sogar mit der Kombination. Ja, dann, boah, was für geile Lichter. Ich wollte eigentlich noch Peter McKinnon B-Roll-mäßig deinen Raum dann später noch filmen. Ja, kannst du gerne, klar. Und wenn alles gut gegangen ist, dann seht ihr das jetzt. Viel Spaß. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Wir haben alles für den Podcast eingerichtet. Jack, bist du aufgeregt? Ein bisschen, ne? Es geht. Die Leute sind immer aufgeregt. Ach, das, nee, so kann ich die Kamera nicht halten. Moment. So ist besser, glaube ich. GarageBand, zwei Mikros über so einen USB-Hub, weil MacBook Pro nur noch USB-C hat, vier Stück. Haben uns gemütlich mit einem, ich habe Pfefferminztee, du, was hast du? Ich auch. Auch Pfefferminztee, auch gut. Und würden jetzt einfach gleich starten. Und diese Folge könnt ihr dann auf meinem Podcast hören. Entweder über Spotify, über iTunes oder über sonst irgendeine Podcast-App. Einfach reinhören, falls euch interessiert, was wir hier alles gequatscht haben. Wollen wir loslegen? Ja. Okay. Let's go. Wow, nein. So, wir haben Podcast aufgenommen und so langsam hat unser Magen angefangen zu knurren, deswegen fahren wir jetzt essen. Meiner war richtig laut, oder? Deiner war lauter als meiner, deswegen mussten wir den Podcast auch an der Stelle einfach abbrechen. Man konnte das nicht stimmt hören. Nicht. Man konnte einfach nichts mehr hören. Und wir gehen jetzt, wir fahren jetzt essen nach Detmold. Und seitdem wir beide The Game Changer auf Netflix geguckt haben, versuchst du dich vegetarisch zu ernähren. Mhm. Ich versuche mich vegan zu ernähren und deswegen sind wir gespannt, was wir gleich essen werden. Nehmen euch ein bisschen mit und würden sagen, wir sehen uns einfach gleich im Restaurant, wo auch immer, in Detmold. Irgendwo. Okay? Bis gleich. Ciao. Geil. So, ab geht die wilde Fahrt. Woo! Oh, Scheiße. Gleich? Ja. Wenn du gleich nichts zum Essen hast, ne? Ich werde es überleben. Okay. Achso, wir gehen jetzt wohin, Jack? Ich würde sagen, wir gehen zu Burrico. Burrico? Genau, das ist ein Mexikaner und da kriegen wir natürlich auch Vegetarisches. Vegan müssen wir, also wir müssen mal gucken. Ich hoffe, da gibt es vegan. Ansonsten pulle ich alles Vegetarische raus. Genau, ich muss eh noch mit dem Chef sprechen. Ich bin so ein bisschen in Kooperation mit denen. Die sind auch bei meinem diesjährigen Adventskalender wieder dabei. Coole Idee. Ja, 24 Türchen gibt es dieses Jahr bei mir. Richtig groß mit verschiedenen Dienstleistern und genau. Cool. Kommt also, mit. Wir sind auch schon direkt davor. Ich zeige euch mal, wie cool das hier aussieht. Das ist mega. Ich liebe mein Kaktus aus einer Tanne. Sieht gut aus. Dankeschön. Jack, ich gucke kurz, was es Veganes gibt. Ja, mach das. Veggie, Leute, ist nicht vegan. Veggie ist vegetarisch. Da siehst du Veggie Patata, vegan, genau. Da, Fajita, der ist vegan. Patata, Veggie, Fajita vegan. Ja, dann muss ich nur noch überlegen, was ich mir nehme. Und wir sehen uns gleich, wenn das Essen auf dem Tisch steht.
Okay Leute, was soll ich sagen, das Essen ist da und es sieht halt mega aus. Schauen wir uns das jetzt mal gemeinsam an. Da bin ich. Ja, geil. Cool. Okay, ich würde sagen, guten Appetit, Jack. Dir auch. Dankeschön. Und wir sehen uns, weiß nicht, wahrscheinlich in Jacks Studio wieder. Bis dann. Wir fahren jetzt wirklich mal ins Studio und machen noch ein paar Fotos für Jacks Adventskalender. 24 verschiedene Bilder. Mal schauen, wie wir das kreativ lösen. Und also im Dezember müsst ihr auf jeden Fall mal bei mir beim Instagram vorbeischauen. Da könnt ihr einiges Schönes gewinnen. Und ich bin vielleicht auch dabei, wer weiß. Bin ich doch, oder? Nein, doch. Okay. Ja, Michael ist auch dabei. Ach so, ich habe grün. Du hast grün, du darfst fahren. Oh, jetzt hier voll. Scheiße. Jetzt war nicht mehr grün. Ja, kommt davon, wenn man sich verquatscht hier, ne? Ja. Einmalig abgewogen. Ich bin richtig gut im Wenden. Ja, er wollte hier gerade so eine Chicago-Wende machen. Chicago-Wende? Oder heißt es, ja, heißt keine es Ahnung, so? Nein, ich kenne das nicht. Ich habe zum ersten doch, Mal. Doch, was, wie heißt denn das? Meinst du mit Handbremse und so? Ja, ja, so eine richtige, okay. Coole Eimer. So aber hier jetzt links, ja? Ja, hier links, bitte. Ganz sicher? So, wir gehen mal wieder rein. Zum dritten Mal. Da sind wir wieder. Wie gemütlich. Und ich würde sagen, war das meine Tasse hier? Ja, ich glaube. Sieht aus wie meine Tasse. Muss ich es einmal hier drunter stellen? Und dann muss ich. Und dann muss man Stopp drücken. Und wenn man das Richtige trifft, dann kriegt man das. Machst du dir auch einen Kaffee, Jack? Oder bin ich der Einzige? Nee, ich mag keinen Kaffee. Du magst? Achso, hast du gar nicht getrunken? Oh, krass. Habe ich nur für euch, meine Gäste hier. Ja, voll nett. Und mein Mann natürlich, der trinkt nämlich gerne Kaffee. Aber okay, genau. Möchtest du zwei Kaffee. Bohnen, drei Bohnen? Doch, zwei reichen bestimmt. Okay, gern. Unser Plan ist, Jack hat drei verschiedene Outfits. Wir machen mit diesen drei verschiedenen Outfits jeweils 8 Bilder. Damit landen wir bei 24 Bildern für den Adventskalender. Und das im Hintergrund ist unsere erste Location. Jetzt machen wir ein paar Bilder. Viel Spaß. Danke. Wir sind fertig mit den Fotos für die Weihnachtsaktion und Jack hat mir gedacht, ich bringe einfach immer, wenn ich Leute besuche, drei Fragen mit, die ich stelle und wir fangen an mit Frage Nummer 1. Ja, also mein Tipp, um in die Hochzeitsfotografie einzusteigen, ist einfach wirklich lernen, machen. Geht als Second Shooter mal mit bei jemandem, der erfahren ist, der das schon ganz oft gemacht hat. Guckt euch an, wie macht er das? Springt, also man kann natürlich auch ins kalte Wasser springen, habe ich im Podcast schon mal gesagt. Aber ja, ihr könnt natürlich viel lernen, wenn ihr bei anderen zuguckt. Zusätzlich könnt ihr natürlich auch super mal, ja, ein Style-Shooting machen, dass ihr vielleicht einfach guckt, okay, da schon so ein bisschen übt, wie ihr mit dem Pärchen umgeht und genau, aber die richtige Realität an Hochzeit ist natürlich nochmal eine andere. Meine Inspiration hole ich mir gerne auch durch alte Fotografien, finde ich super spannend, zum Beispiel so Street-Sachen zum Beispiel auch oder natürlich ja, bei Instagram, ich schaue viel so bei den amerikanischen, englischen, auch russischen Hochzeitsfotografen gerne mal vorbei. Da gibt es echt richtig, richtig tolle Leute. Und ja, Pinterest, ja, alles rund um Social Media natürlich. Da könnt ihr euch echt viel Inspiration holen. Was ich denen sage, also ich fange grundsätzlich immer an, dass ich in Bewegung, also dass ich starte das Shooting sozusagen mit Bewegung, dass ich denen einfach signalisiere, ihr dürft euch natürlich bewegen, ja, probiert ein bisschen was aus, seid locker, weil wenn man so mit einer statischen Pose anfängt, dann warten die meistens so darauf, dass ihr denen halt irgendwelche Anweisungen gebt.
Ich lasse die ganz gerne einfach mal so Hand in Hand laufen, Arm in Arm, so ein bisschen drehen, viel mit Bewegung arbeiten. Und ich sage halt immer, alles ist erlaubt. Zu dem Mann sage ich ganz gerne mal immer, cool gucken reicht, du musst nicht eine Stunde in meine Kamera grinsen. Und lasst sie viel miteinander kommunizieren, also nicht zu euch in die Kamera, sondern lasst sie interagieren, miteinander rumalbern, ein bisschen kitzeln. Da gibt es so viele schöne Möglichkeiten, wie ihr schöne, natürliche Aufnahmen von Pärchen hinbekommt. So, Jack, vielen Dank für die drei sehr coolen Antworten. Ich verabschiede mich. Sage vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, vielen Dank für den coolen Tag. Haben wir echt richtig viel geschafft. Auf jeden Fall, war gar nicht so geplant, so viel zu schaffen, aber genau. Es ist möglich. Und wir sehen uns gleich nochmal im Studio für die letzten Worte, die ich euch noch mitteilen wollte. Bis gleich. Ciao. Ciao. So, wir sind wieder zurück in meinem Büro. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Kann sein, dass ich hier und da mal vielleicht irgendwie den Ton vercheckt habe, aber das gehört irgendwie alles dazu, wenn man beschließt, einfach anzufangen und nicht zu lange zu warten, bis alles irgendwie perfekt ist. Einfach anfangen, und wenn ich das Video geschnitten habe, habe ich schon sehr viel Neues dazugelernt. Ich werde mal schauen, dass ich sowas öfter mache, weil es war gar nicht mal so kompliziert, es war gar nicht mal so anstrengend. Ich habe die Kamera einfach mitgenommen, wo ich wollte, wenn ich filmen wollte, wenn ich dachte so, ja doch, wir können wieder filmen, hier ist ein bisschen Ruhe so. Auch ich traue mich nicht immer in der Menge, irgendwie wenn draußen Leute gucken oder so, zu filmen. Aber halb so wild, sobald man irgendwie die Kamera anmacht, ist man eh nur fokussiert auf diese Linse, auf euch, auf dich und vergisst alles andere drumherum. Also probiert es selber mal aus, traut euch, falls ihr da irgendwie so ein paar Bedenken hattet. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen freuen. Und ansonsten kannst du natürlich den Kanal gerne abonnieren, was du sicherlich schon längst getan hast. Und auch so freue ich mich natürlich immer wieder, wenn ihr in die Kommentare Feedback schreibt, was ihr euch für Videos wünscht, was für Fragen ihr habt. Ich werde versuchen, natürlich immer gerne Videos auch für euch zu machen und nicht nur, dass ich Spaß habe, so wie bei den Fotobänden, sondern dass auch irgendwas für euch dabei rumkommt. Also, wir sehen uns, ich wünsche euch was und macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.